Also meins wird einfach ein zweistöckiges Haus, mit dem man da kommen dann unten noch Radeln drauf und der Propeller da oben noch drauf. Damit dass man halt auch mal dunkleren Fahrt ist. Wenn du hinreist, dann musst du ja erst wieder mal ein Hotel mieten und alles. Und das Haus kann auch einfach in der Luft stehen bleiben. Ich habe mein Traumhaus gebaut, was auch in der Zukunft wird, das einmal haben. Das ist ein Haus, wo man eigentlich keinen festen Boden hat, sondern eher, wo man immer um den kraxeln muss, dass man wohin kommt. So, und von ganz oben ist der Eingang nachher einmal. Und dann kann man halt überall runterrutschen oder runterklettern. Weil ich tue total gerne klettern. So. Und ich finde das einfach viel praktischer, weil es einfach ein Haus ist, wo es viel mehr dauern kann. Also ich hätte mir auch gedacht, dass es vielleicht solche Sesseln gibt, die was dann mit denen dann nochmal dumpfliegen kannst. Und wo man dann im Wasser, am Land und überall halt fliegen und so kann. Und dass man halt sich leider wahrscheinlich noch nicht mehr so viel bewegen muss wie jetzt. Deswegen habe ich mein Kletterhaus gebaut.